Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 29. Januar. Ich grüße Sie recht herzlich und hoffe, Sie haben die Woche oder auch vielmehr jetzt die laufende Handelssession gut überstanden, gerade im Hinblick auf die Yen-Pairs, die wir ja diese Woche durchaus mehrfach in den Fokus nahmen. Am Mittwoch den Euro gegenüber dem japanischen Yen, dem gleich die Aufmerksamkeit gehört, aber auch natürlich gestern hier der US-Dollar-Yen und Neuseeland-Dollar-Yen hier im Fokus und von Interesse, und tatsächlich die weiteren Zugewinne setzten hier nach oben hin ein. Warum, das werden Sie mittlerweile auch wissen, aber ich erwähne es nochmal kurz. Die japanische Notenbank hat hier erstmals negativ Zinsen auf Überschussreserven eingeführt. Der Einlagesatz dazu wurde von 0,1% plus auf Minus gesetzt. Und hiermit folgt praktisch diese Zentralbank aus dem Fernen Osten der EZB und anderen, die hier durchaus eben solche Negativzinsen verlautbarten. Und das ist natürlich eine Geschichte, die hier den Yen massiv unter Druck brachte. Die Aktienmärkte feiern dies wiederum. Genau hier die Korrelation: ein schwacher Yen, starke Aktien, und umgekehrt. Das trifft hier vollends zu. Interessant dabei, dass wir eben gestern hier schon und auch am Mittwoch, deswegen gleich der Yen, auf entsprechende mögliche Impulsbewegung hinwiesen. Es hätte auch immer anders kommen können, keine Frage, aber die Charts verwiesen tatsächlich diesmal auf solche Impulse. Hier ganz kurz zum Neuseeland-Dollar, Japanisch-Yen gestern. Hier diese Schulterkopf-Schulter-Formation inklusive dieser Tendenzen. Wenn wir hier ausbrechen, dann sieht es sehr bullisch aus, und mit Verlaub, wir haben jetzt hier eine erste starke Bewegung gesehen, und heute Nachmittag, das gilt es zu beachten, kommen noch Daten aus den USA, Bruttoinlandsprodukt, erste Veröffentlichung. Das kann nochmal für wilde Turbulenzen, starke Ausschläge sorgen. Insofern aufgepasst, was passiert, aber technisch haben wir jetzt bei den Yen-Pairs zumindest hier und auch beim US-Dollar-Yen eine sehr bullische Situation, die weitere Preissteigerung verspricht. Beim Euro-Yen müssen wir uns die Situation anschauen, doch auch hier, wenn wir gerade an der Schnittstelle stehen, wo wir uns jetzt befinden und uns darüber absetzen können, würde sich auch nochmal erhebliches Potenzial eröffnen. Also zurück zum Yen, denn schauen wir uns hier den Wochenchart an. Sie sehen diese Abwärtstrendlinie seit dem Hoch vom Dezember 2014. Haben wir diese starke Korrekturbewegung gesehen, Erholung, und dann hat sich hier auf Wochenbasis dieser große Abwärtstrend hier etabliert, und das unterstrichen durch diese Abwärtstrendlinie oder vielmehr untermauert oder übermauert in dem Fall, weil hier eben da der Deckel drauf ist. Sie sehen, das Währungspaar hatte hier sich immer wieder in den vergangenen Monaten den Kopf gestoßen, insbesondere 2015 wurde diese Trendlinie eben mehrfach bestätigt, und genau da notieren wir jetzt wieder. Schön und interessant ist die Situation, dass wir hier am Level von 126,80 etwa eine Stabilisierung gefunden haben. Darauf verwiesen wir mehrfach. EZB, wenn sie kommt, kleiner Spike nach unten und dann kann es nach oben gehen. Das war die Idee. Hier deswegen nochmal direkt vom Wochenende in den Tageschart. Es gab den Spike nach unten. Zack. Aber nachhaltig war das nicht. Der Markt ging viel mehr bis zum Tagesschluss wieder hier in diese Range-Zone rein und hatte eben hier unlängst im Vorfeld übrigens schon den Ausbruch hier vollzogen. Wir hatten hier am 27. den Markt im Fokus, da sah die Kerze noch ein Stück schwächer aus, letztlich der Tagesschluss deutlich hoch, und die Ansage damals vom Mittwoch war die, wenn wir hier ein neues Mehrtageshoch machen, dann wirkt das bullisch. Im Euro-Yen hätte man also hier schon vor dem eigentlich heute stattfindenden Ausbruch reingehen können. Es gab auch gestern hier eine entsprechende Stärke beim Euro und heute sozusagen das i-Tüpfelchen. Letztlich waren hier relativ kompromisslose, ich will es mal so nennen, einige 100 Pips nach oben drin. Zunächst auch hier die erste Zielzone, die wurde eben wie gesagt gestern schon erreicht, und heute dann nochmal der Paukenschlag, und Euro-Yen eben jetzt hier an dieser Abwärtstrendlinie. Sie sehen das, das lässt sich auch noch weiter zurückführen, aber hier insbesondere aus 2015 herrührend ein signifikanter Widerstand. Der Punkt eben jetzt hier interessant: gehen wir drüber hinaus oder nicht? Aufgrund der jüngsten Zugewinne kann es Konsolidierung geben. Doch vergessen Sie nicht, der Forex-Markt ist ein Markt, der hier Trendbewegungen aufzeigt. Und gerade wenn große Entscheidungen stattfinden, erinnern Sie sich an Euro-US-Dollar 2014 oder auch an ähnliche Phasen auf den Yen bezogen im Jahr 2012, 2013, um nicht zu weit zurückzugehen in der Geschichte. Wenn hier auf der großen Ebene, und das sind die Notenbanken, hier mittelfristige Perspektiven geschürt werden, dann kann das Trendbewegungen auslösen, die hier charttechnische Widerstände oder eben auch Unterstützung buchstäblich hinter sich lassen.
Aber zur Orientierung, der Chart hat uns hier signalisiert, es geht hier möglicherweise nach oben, so geschehen. Hier jetzt beim Euro-Yen zumindest eine kurzfristige Konsolidierungsmöglichkeit gegeben. Dennoch das Bild jetzt hier durchaus bullisch. Wie gesagt, wir müssen mal abwarten, was heute noch aus den USA kommt. Der Wochenschluss, Monatsschluss ist noch nicht perfekt, aber es sieht zumindest sehr gut aus. Jetzt faktisch hier der Aufwärtsimpuls erfolgt. Und für mein Dafürhalten, weil die anderen Yen-Pairs auch alle höchst, höchst bullisch wirken, wenn überhaupt, kleiner Rücksetzer und dann direkt die nächste Attacke hier in Richtung 133,50. Kann aber auch, wie gesagt, direkt erfolgen, ohne großes Tamtam. Hier praktisch direkt nochmal nach oben. Hoppala, direkt nochmal neu machen, der Pfad wollte nicht so wie ich. So, direkt nochmal nach oben. Dann hier Pullback. Und runter, das sieht wirklich bullisch aus. Und der Witz an dieser Geschichte, das werden Sie als Zuschauer auch wissen, ist der, dass wir hier eben das Ganze mit einem saisonalen Rückenwind hier aktuell befeuern dürfen. Das heißt, bis Mitte Februar sieht es hier also kurzfristig sozusagen auf die nächsten 20 Tage geschaut, sieht das hier sehr, sehr bullisch aus und verspricht weitere Zugewinne, sowohl charttechnisch als auch eben saisonal. Und das ist eine Konstellation, die sehr, sehr schön wirkt. Ich hatte Ihnen gestern auch schon gezeigt, jetzt habe ich die Software noch nicht geöffnet, aber erinnern Sie sich an das gestrige Video. Es gibt ein Sammelsurium an Yen-Pairs, die hier unter statistischen Gesichtspunkten mit dem Monatsbeginn Februar bullisch sind. Und darauf werde ich in der kommenden Woche auch eingehen, diese dann auch speziell untersuchen. Da ist zum Beispiel auch der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen dabei, aber auch der Neuseeland-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, Austral-Dollar gegenüber japanischen Yen. Und hier ist es ja so, dass wir praktisch durch das heute gesetzte Zeichen der Bank of Japan hier praktisch einen Startschuss haben, der diese Saisonalität jetzt dann auch zusätzlich befeuern könnte. Und wenn das so kommt, dann sehen wir hier jetzt zunächst erstmal eine weitere Abwertung des Yens, ergo höchstwahrscheinlich weiter anziehende Preise an den Aktienmärkten. Von Nachhaltigkeit will ich hier nicht sprechen. Sie kennen die Analyse oder den Ausblick zum S&P 500. Ich erwarte hier eher nochmal neue Tiefs. Das dürfte den Yen dann wiederum in eine Aufwertungsspirale bringen. Aber die Notenbanken haben hier, speziell jetzt die Bank of Japan jetzt hier entgegengesteuert und den Markt hier mit sozusagen wieder Liquidität befeuert. Denn die Idee natürlich hinter den negativen Leitzinsen ist die, dass die der Geldfluss an die Banken direkt wieder in die Wirtschaft fließt, um hier praktisch einen Wirtschaftsstimulus zu erzeugen und das Geld dann dementsprechend von den Banken hier nicht eingelagert werden soll, was dann ergo dazu führt, dass eben negative Strafzinsen zuträglich wären und das gilt es eben zu vermeiden. Deswegen eben hier sozusagen die Strafzinsen, das Geld soll in die Wirtschaft, soll arbeiten und deswegen hier diese Entscheidung. Das kurbelt zunächst erstmal alles an, soll es zumindest, jetzt gilt es eben abzuwarten, wie das Ganze hier weitergeht. Auf Stundenbasis nochmal ganz kurz Euro-Yen hier mit dieser Ausbruchssituation. Also das war wirklich ein hervorragendes Setup. Ich hoffe, der ein oder andere konnte es auch umsetzen. Jetzt, wie gesagt, hier eine mögliche Konsolidierung denkbar. Wir sind auch hier vom Pivot Point aus gesehen hier schon am Resistant Level 3, also eine klare Überschießung der Möglichkeiten. Das bringen aber solche Event-Termine eben mit sich. Euro-Yen heute 283 Pips gelaufen. Das ist deutlich über den Schnitt. Der bewegt sich nämlich hier roundabout um 100, also fast das Dreifache an Bewegungsimpulsen. Ob da heute nochmal 100, 300, 100, 200, 300 Pips dazukommen, darf fast bezweifelt werden. Jetzt erstmal ein Stück weit durchatmen, aber ergo, was hier zählt, der Weg nach oben ist zumindest jetzt erstmal eröffnet, wenn es hier nicht eine starke Umkehr gibt und die gibt. Und diese wäre, wenn wir hier wieder unter 130 zurückfallen würden. Das wäre mal Plan B für den Fall, dass der Markt hier doch wieder sehr, sehr ernüchternd zurückkommt. Insofern gilt es auch durchaus, Teilgewinne mitzunehmen und auch hier Stops in die Gewinnzone nachzuziehen. Und insofern, meine lieben Zuschauer, wäre ich für heute schon durch. Bedanke mich an dieser Stelle wieder mal fürs Einschalten. Hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht. Wenn Sie mögen, dann natürlich hier bei YouTube ein Like setzen oder positive Kommentare hören wir immer gern. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende und verbleibe bis zum Montag. Mal sehen, was wir dann noch Schönes finden. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.